Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Fisches und ich freue mich, euch heute unsere neuen RoAirVac Vakuumpumpen vorzustellen. Genauer gesagt geht es heute um die RoAirVac R32 2.0CL und die RoAirVac R32 5.0CL. Ich werde euch jetzt die Vorteile von den Vakuumpumpen anhand unserer RoAirVac R32 5.0CL vorstellen. Was macht unsere RoAirVac Vakuumpumpen so besonders? Zuallererst, unsere Vakuumpumpen sind akkubetrieben. Und zwar nicht nur mit irgendeinem Akku, sondern mit dem CAS-Akku. CAS ist das erste herstellerübergreifende Akkusystem. Durch den Akkubetrieb entfällt die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle. Das heißt, ihr braucht eure Vakuumpumpe nicht erst mit dem Strom zu verbinden, um loslegen zu können. Der zweite Punkt, warum unsere RoAirVac Vakuumpumpen so speziell sind, ist das integrierte Magnetventil. Und was das in der Praxis bedeutet, zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt einen kleinen Aufbau gemacht, um euch das integrierte Magnetventil zu zeigen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier unsere kabellose Vakuumpumpe, die mit unserem Schlauch an unserer RoCool 600 digitalen Monteurhilfe verbunden ist. Wie ihr sehen könnt, ziehen wir gerade Vakuum und ich ziehe jetzt die Batterie aus der Vakuumpumpe raus, um einen leeren Akku zu simulieren. Wie ihr sehen könnt, verändert sich das Vakuum nicht. Das bedeutet, dass das integrierte Magnetventil jetzt geschlossen ist und das Vakuum hält. Beim Einstecken einer neuen Batterie geht es nahtlos weiter. Bei einer Vakuumpumpe ohne integriertes Magnetventil würde das Vakuum jetzt brechen und ihr müsstet den Evakuierungsvorgang von neuem starten. Zu guter Letzt möchte ich auf den dritten Punkt eingehen, der unsere RoAirVac Vakuumpumpen so besonders macht. Der dritte Punkt ist die kompakte Bauweise. Wie erreichen wir diese kompakte Bauweise? Die kompakte Bauweise erreichen wir vor allem durch den verbauten bürstenlosen Motor, der deutlich kleiner ist als ein herkömmlicher Motor und so die Pumpe leichter macht und auch leistungsstärker. Um das ins Vergleich zu setzen, eine vergleichbare große kabelgebundene Vakuumpumpe ist im Vergleich zu dieser ca. 2 Kilo schwerer, hat aber nur ein Drittel der Leistung.